Wenn es jetzt Ende Mai Gewitter gibt, können das schon teilweise richtig heftige Hitzegewitter sein. In diesem Jahr allerdings kein Thema. Wenn es mal blitzt und donnert, sind das Kaltluftgewitter. Wir haben eine Wetterlage, die uns relativ kühle Luft vom Atlantik heranführt, am Rande dieser Tiefs über Dänemark und der Ostsee über Finnland. Und in 5 Kilometer Höhe, da kommt die Luft aus den polaren Gebieten, ist noch deutlich kälter. Und dieser große Temperaturunterschied zwischen den unteren und den höheren Luftschichten, der löst eben teilweise heftige Schauer und Gewitter aus, vor allem von Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und diese Schauer ziehen von West nach Ost. Also, wenn ihr im Westen mal so eine richtig dunkle, schwarze Wand seht, kann es demnächst richtig heftig werden, eben teilweise mit Gewittern. Gewitter sind übrigens ganz im Süden kein Thema, da ist es eher Dauerregen, genauso wie im Laufe des Tages auch an der Nordseeküste. Aber da entstehen schon am Vormittag erste Gewitter in Niedersachsen, Westfalen und es wird am Nachmittag dann häufiger, breitet sich Richtung Nordosten aus, teilweise mit kleinerem Hagel und auch mit stürmischen Böen. Und zum Abend erreichen einzelne Regenschauer und Gewitter dann auch etwa Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen. Im Süden da der Regen, am Alpenrand erstmal noch ein bisschen Sonne, da kommen wir aus einer kalten Nacht raus. Sonst die Frühtemperaturen meist zwischen 5 und 10 Grad. Am Nachmittag haben wir dann 9 bis 17 Grad. Es ist also ganz schön kühl weiterhin für Ende Mai. Und dann auch noch ziemlich windig, vor allem an den Schauern. Da frischt der Wind ziemlich kräftig auf. Aus westlichen bis südwestlichen Richtungen in Mittelstärke 3 bis 5. Am Abend gibt es hier zwischen diesen zusammenfallenden Schauer- und Gewitterwolken in der Mitte durchaus mal die Chancen, den hellsten und größten Vollmond zu sehen. Gegen 9:30 geht er ja auf. Im Süden haben wir weiterhin den Regen, auch von der Nordsee zieht Regen ein. Und insofern geht es am Donnerstag teilweise noch wechselhaft weiter. Wir haben da vor allem im Nordosten noch Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen im Westen schon bis zu 18 Grad. Und Freitag dann von Südwesten her die Wetterbesserung. Da gibt es mehr Sonne und bis zu 21 Grad am Rhein.